In Bad Gleichenberg feierte man mit einem großen Festakt das 190-jährige Bestehen des Kurhauses. Beim großen Jubiläum fanden sich zahlreiche Gäste ein, die gemeinsam die älteste Kuranstalt der Steiermark hochleben ließen. Na, ich glaube, es ist einfach ein tolles Ereignis. Es ist nicht üblich, dass ein Unternehmen in einer globalen Wirtschaft 190 Jahre alt wird. Und wir sind sehr stolz, dass wir dies heute feiern dürfen. Und von den Gründern weg, von Graf Wickenburg bis heute, war eine stetige Weiterentwicklung. Und wir sind froh, wo wir heute angelangt sind. Reichsgraf Matthias Konstantin von Wickenburg, damaliger Gouverneur der Steiermark, machte 1834 die natürlichen Heilquellen allgemein zugänglich. Somit entstand der Kurort Bad Gleichenberg. Der 10. Mai desselben Jahres gilt als Geburtstag des Kurhauses, das bis heute für Gemeinde und Region eine große Bedeutung hat. Ja, dieses Haus ist sehr wichtig für unsere Region und vor allem für unsere Gemeinde, denn wenn man sich anschaut, über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden hier beschäftigt, viele aus unserer Gemeinde, aus unserer Region, und vor allem bietet sie auch viele Möglichkeiten, sich auch weiterzuentwickeln, und sie unterstützen auch die Mitarbeiter mit ihrer Mitarbeiterkarte, die sie auch in den anderen Betrieben, die dazugehören, nutzen können. Unter den Geburtstagsgästen befand sich auch Landeshauptmann Christopher Drechsler, der als Höhepunkt des offiziellen Festaktes, der das Kurhaus Bad Gleichenberg GmbH, das steirische Landeswappen überreichte. Insgesamt ist das Thermen- und Vulkanland ja ein Botschafter der Steiermark, und das Bad Gleichenberg ist hier ein ganz besonders wichtiger Mosaikstein, eigentlich eine Perle der Steiermark. Mit diesem Kurpark, mit dem Kurhaus, mit den ganzen Hotels, hier ist einfach insgesamt etwas entstanden, das für die Steiermark unverzichtbar ist. Und da freut es mich, dass wir heute diese Auszeichnung machen haben können. Das steirische Landeswappen als Traditionsunternehmen zu tragen, ist was ganz Besonderes. Ich glaube, wenn man in unsere Halle dann kommt, unsere Gäste sehen, dass hier Steiermark ist in dem Betrieb, ist das schon was ganz Tolles. Als besonderes Geschenk wurden im Kurpark auch zwei Bäume gepflanzt. Einer für den Landeshauptmann und einer für die Eigentümerfamilie Anita und Erwin Müller. Finde ich auch, also ich war überrascht, was hier aufgezogen wurde. Noch mehr war ich überrascht, den Baum, wo man für uns gepflanzt hat. Ich sah von 100 Meter weit den schönen blühenden Baum. Und da sagte ich zu meiner Frau, das ist ein schöner Baum. Da kommen wir hin und war der für uns. Ja, das Kurhaus Bad Gleichenberg ist sicher einer der Leitbetriebe im steirischen Thermen- und Vulkanland. Wir haben immerhin 95.000 Nächtigungen, mehr als 100.000 Thermabesuche und verabreichen 400.000 Therapien im Jahr. Ich glaube, es sind schon beeindruckende Zahlen. Mehr als 200 Mitarbeiter versuchen sich im Gesundheitsqualität und im Gesundheitstourismus. Und so glauben wir schon, dass wir ein Leitbetrieb nicht nur für Bad Gleichenberg sind, sondern für die ganze Region, und uns ist eine nachhaltige Weiterentwicklung an diesem Standort sehr wichtig. 190 Jahre Kurhaus Bad Gleichenberg. Ein stolzer Geburtstag für die älteste Kuranstalt der Steiermark.